okay, soll ich jetzt wieder diese Zeichen finden? Oh, Fun Fact, mein Opa macht Ahnenforschung und einer der ältesten, den er nämlich ausmachte, hieß wohl Waldhafen. Cool, nice. Das passt ja gerade sehr gut. So, scheinbar muss ich jetzt wieder halt dieses Zeichen finden. Dieses Runenzeichen. Falls ihr irgendetwas seht, scheut euch nicht, es in den Chat zu schreiben. Du Idiot. Drück sie runter. So, der Lack ist auch schon ab. Rumsi-Bums. Passt für euch die Lautstärke so irgendwie in-game und meine Stimme? Oder sollen wir da noch ein bisschen nachsteuern? Ich versuche heute mal so ein bisschen erstmal noch meine Stimme so zu schonen, irgendwie, damit ich nachher um 17 Uhr noch Kapazität habe. So, was? Ah, verdammt. Oh, nein. Ah, das ist ja geil. Das ist ja geil. Ja, wir sind im Reich der von Valraven, dem Meister der Illusionen anscheinend. Muss ich jetzt gar nicht runter? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Wahnsinn. So, für alle die jetzt ein bisschen später dazugekommen sind und wegen Dead Space reingekommen sind, Dead Space wird bei uns in Deutschland erst ab 17 Uhr verfügbar sein. Deswegen können wir es jetzt leider nicht spielen. Logisch. Ja, es gibt noch ein paar Leute, irgendwie größere Kanäle, die haben schon so einen Early Access bekommen irgendwie und durften wahrscheinlich schon irgendwie die erste Stunde spielen oder so, aber ansonsten heißt es für die komplette Welt erst ab 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit jetzt für uns natürlich Access zu diesem Game irgendwie. Und ich hoffe natürlich, dass die Server von EA mitspielen irgendwie und wir alles vernünftig runterladen können, ohne dass da irgendetwas down geht, das Spiel buggy ist, irgendwie noch, keine Ahnung, 80 GB Day One Patch hinterherkommen. Drückt die Daumen irgendwie, deswegen spielen wir jetzt gerade Senua's Sacrifice Hellblade als Trostpflaster, ne? So! So, okay, dann machen wir mal weiter. Das ist so wunderschön, irgendwie, bisschen bizarr, ne? Land der Toten ist wunderschön hier. Das ist ein wunderschönes Land hier. Hier möchte ich mein Zelt hinstellen. Perfekt. Vielen Dank, Benny. Deine Nachricht dafür eingepinnt ist sehr gut. So, okay. Kann ich nicht aufmachen? Oder muss ich hier erst irgendetwas fokussieren? Ne, es ist ja anscheinend so ein schwarzer, wabernder Nebel davor. Heißt also, die Tür ist für mich noch verschlossen. Wo ist denn der Schalter, der Hebel für diese Tür? Wo finden wir ihn? Kannst du das sehen hier? Okay, war jetzt unten irgendwas? So. Okay, sie sagen so, Herr Goberg. Dave, grüß dich, guten Morgen. Hey. Ja, du wirst wahrscheinlich auch schon die Frohkunde erhalten haben. Dead Space startet heute erst ab 17 Uhr. Und wir machen es natürlich trotzdem hier um 17 Uhr irgendwie und versuchen das alles so gut wie geht umzusetzen. So. Habe ich hier irgendetwas übersehen? Nee, eigentlich nicht, oder? Also, hier ist jetzt nicht so viel, was man übersehen kann eigentlich. Und wie das da vorne war, ein relativ kleines Areal. Hier an der Brücke. Krass, wenn sie rennt, hört sie so an, als wenn sie schluchzt.
muss auch tatsächlich mal sagen, irgendwie, also Chapeau, Sanomi hat ja einen schönen Eier irgendwie. Du musst dir vorstellen, du bist halt einfach ein sagen wir mal, sie jetzt, keine Ahnung, sie ist, sagen wir mal, sie ist 18. Zieht alleine los an ein fremdes Land, in die Unterwelt dieser Mythologie, dieses Landes. Das ist doch krass. So, oben, oder? Nee. Du musst in der Mitte der Tür stehen. Nicht an der Seite, also nicht hier und die Aktionstaste drücken, sondern du musst in der Mitte stehen. In der Mitte. So, ich habe jetzt aber... Dave, du geiler Typ, Alter. Vielen, vielen Dank für den Sub. Vielen Dank. Das ist ja ein total neuer Sound, den muss man erstmal gewöhnen hier. Der wird jetzt nicht so häufig kommen, aber da muss man sich erstmal an gewöhnen. So, das sieht hier nach Boss Area aus. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich blocke. Alter. Das ist aber auch ein toller Haufen Fleisch. Wunderbar. Oh, toller Alter. Schön. Ja, also ich muss ja sagen, ich mag ja die nordische Mythologie sehr. Game, bitte. Ja, wie denn out of the way? Wie denn? Kann er nicht mal wegspringen? Hölle blockt man. So, schau mal ganz kurz mal in die Steuerung. Irgendwie, das wäre sonst fatal. Warte mal, ich glaube, hier hat man es gerade gesehen, oder? Blocken. Left Control, alles klar. Muss man ja auch erstmal wissen, irgendwie. Wir sagten, total, wäre halt schön gewesen. Muss man mal ganz klar sagen, irgendwie. Also, da sieht man mal, wie sehr man auf so ein Tutorial angewiesen ist. Sonst hat man immer so ein Robert Downey Jr., Epic Eye Roll, wenn so ein ewig langer Tutorial kommt, so diese. Jetzt wäre es schön gewesen. Das wäre doch fast wie ein Tod gewesen. Ich weiß nicht, wie oft darf ich überhaupt sterben? Dreimal? Viermal? Fünfmal? Einmal? Wenn ihr so Permadeath irgendwie im Nacken hängt, ist das. Seid ihr ein bisschen die Muffe. Ah, okay. Wieder ein Tor, was wir fokussieren müssen. Okay, jetzt müssen wir das dann was im Boden finden, die Ruhe. Power of illusion comes from Ravens. Allein the Ravens to break his magic seal. Who are you? Show me what you have seen, Truth. So, das hier oben sieht so ein bisschen danach aus, wa? Ja, wir müssen irgendwie da hoch. Wie komme ich da hoch? Warum glänzt denn der so? Kann ich damit irgendwie... Kann ich damit was machen? Ist das nicht so komisch. So, kann ich hier hochklettern? Nee, kann ich auch nicht. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravn. Ist das Valravn da oben oder ist das Druth? Hm.
Okay, knifflige Stelle. okay. War, hä? Wodurch ist denn jetzt ein Loch entstanden? Ah, weil ich hier durchgegangen bin vielleicht? Kann das sein? Der alte Illusionist. Na, hör mal. So, ich jetzt hier oben reinkomme. Ist er noch da? Nee, doch. Ach, okay. Das ist sowas eine Puppe. So, lass mich mal. Let me guess. Jawoll, da haben wir doch. Zack. Okay. Door ist open. Cool. Coole Spielmechanik. Gefällt mir sehr gut irgendwie. Da bin ich ja mal gespannt, was mich in den anderen Reichen erwartet, wenn ich die überhaupt erreiche. Tatsächlich muss ich mal sagen, ist das von allen, wie sagt man denn irgendwie, Landschaftsformen mir tatsächlich die liebste. Wald mit Berge. Finde ich total geil. Da kann ich am besten meine Akkus voll machen. Irgendwie. Strand, Meer ist auch mega cool. Mein Horizont sehen, super geil. Aber hier, sofort der Akku wieder voll. Okay. Align the ravens with the mark of Valraven. Alles klar, richte die Raben aus. So, okay, alles klar. Hier drüben sind sie. Und wir müssen irgendwie anscheinend auf dieser Empore da drüben. Warte, dann wird es ein bisschen schwierig, weil die Treppe kaputt ist. Wir schauen mal. Achso, warte mal. Hier haben wir wieder so ein Ding. So ein Gate. Können wir mal durchgehen? Nö. Hat es jetzt nicht gebracht? Ist woanders handgelaufen? Ah, alles klar. Das ist eine coole Spielmechanik hier. Gefällt mir echt gut. So, geh da gleich lang. Ich schau mal hier kurz mal nach. Ah, okay. Da müssen wir wahrscheinlich auch irgendwie hin. Weil Ravens Lied gehört. Schöner Kekoffee-Sang, so was Feines. Heißt also, umso näher ich dem Gesang komme, das ist also der Weg. So, na gut. Zack. Dann würde ich jetzt mal hier durch hier. Ein bisschen blöd irgendwie, dass ich jetzt nicht laufen kann und gleichzeitig fokussieren kann, weil da fehlt mir dann anscheinend der sechste Finger an der Hand. Okay, also in die Ecke müssen wir irgendwie. Und da haben wir Valraven. Krass. Oh, krass ist der Typ. Okay. So. Hat sich was geändert? Und die Nebelkrähe, genau. Ach, krass. Krass. Fühlt sich so ein bisschen... Ah,
müssen. Fühlt sich so ein bisschen so wie Soul Reaver an. Irgendwie. Also, du hast jetzt bei Soul Reaver nicht wirklich die gleichen Rätselarten gehabt, aber irgendwie erinnert mich diese Art der Rätsellösung daran. Da muss man doch eigentlich mal. Nee, mach mal nicht. Ich möchte nicht gegen ihn kämpfen. Du hast ihn wieder verloren. Du bist einfach dumm. Ah, wer kennt denn nicht diese kleine, nagende Stimme im Kopf, die dir genau das sagt? So. Ah, okay, alles klar. Hier ist ein Hebel. Ein Riegel davor gewesen, deswegen sind wir anscheinend vorhin durch die Tür gekommen. Das war ja nicht gewesen. Ich dachte, das war die Tür. Ah, vielleicht wird es die gewesen sein. Ja, die warte. Okay. So. Okay. Auf das Ding. Balken, ey. Ah, muss auf jeden Fall eine Stulle und die Meerjesen haben, irgendwie, um den halt zu packen. So, wieso soll ich jetzt hier rüber balancieren? Kann ich klettern? Kann doch nicht klettern, oder? Das ist eine Leiter. Warum soll ich denn hier hin? Ich kann doch durch die Tür laufen. Warum? Wieso? So, okay. Na gut. Da wissen wir schon mal, wie bei Raven aussieht, irgendwie, für den Bosskampf. Yay. Ja. Zeigt in diese Richtung. Ah, krass, alles klar. Erst durch dieses Tor ist die Treppe wieder da. Boah, jetzt musst du, stell dir mal vor, du hörst die ganze Zeit Stimmen. Du hast die ganze Zeit Stimmen im Kopf, irgendwie. Du musst also fürchterlich sein, ey. Okay. Jetzt müssten wir auf die Empore kommen, dadurch, dass die Treppe jetzt wieder komplett ist. Und wir müssten. So, dann gib mir mal jetzt die Zeichen da oben an die Wand werfen können. Grabenzeichen. Let's do it! Sieht gut aus. Jawoll. Zwopp. Und the gate is open. Kann ich jetzt hier einfach runterhüpfen? Seilwinde wäre doch cool. Einfach jetzt so. So, seht's mir bitte nach, wenn ich ab und zu hier mit ein bisschen Witz die Sache versuche aufzulockern, weil ich sag mal so Schizophrenie und sowas, also das Spiel ist schon sehr schwer, also von der Thematik her irgendwie. Und damit ich jetzt nachher nicht da sitze und einfach die Tapete anstarre für 8 Stunden irgendwie, muss ich mich mal ein bisschen mit mir wissen. Level halten hier noch. Die Raben. Es gibt immer einen anderen Weg.
Boah. Der kam ja mal aus der Kalten, der Penner. Jawohl. Oh, zwei, Alter. Zwei ist nicht geil. Nice! Ja, nicht so nice. Was hat der jetzt gerade gesagt? Sanuyas Sacrifice? So, jetzt kann ich auch bloß noch so halbwegs schwache Schläge landen. Knappe Kiste. Ich muss mich noch ein bisschen eingrooven hier mit dem Kämpfen. Aber wir haben es geschafft. Nice. Perfect Block. So, aber wie kommen wir denn, wo kommen wir denn? Ach, hier kommen wir wahrscheinlich weiter. Oh, der nächste Run. Das nächste Runbrett. So. Focused. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir. And that the world of man was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Ja, ist schön, dass hier natürlich halt die Mythologie auf diese Art und Weise noch so ein bisschen nahegelegt wird, irgendwie, weil jetzt hat auch nicht jeder die Edda gelesen. Von daher ist das eigentlich ganz cool. Irgendwie. Ich gehe mal auch davon aus, dass zum Beispiel auch Sanunja noch nie hier war. Im Land der Wikinger. Um es mal vorsichtig so auszudrücken. Und man so ein bisschen, genauso wie sie, planlos einfach dasteht irgendwie und den tatsächlich das Land so durch sie erstmal kennenlernt. Es sei denn, ihr seid die Geschichtsforscher irgendwie und dann kennt ihr das natürlich alles schon. Oh, hier hängt jetzt aber eine Menge Rahmen rum. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Okay. Dann machen wir nochmal Gate. Also halt Tor. Ein Portal. So, okay. Das scheint mir jetzt ein etwas größeres Rätselareal zu werden. Schauen wir mal. Bitte nicht böse sein, wenn ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hänge. Irgendwie. Weil ich glaube, so easy werden die Rätsel wahrscheinlich nicht bleiben, irgendwie. Sonst habe ich ja immer noch den fleißigen Benny da, der mir hilft, irgendwie. Der ist zwar jetzt so ein bisschen im Chat mit dabei. Hast du die Edda gelesen? Ja, ich habe die tatsächlich gelesen. Wenn du die Edda gelesen hast, dann wird dir klar, woher Tolkien sämtliche Namen für die Zwerge hat aus der Hobbit. Machen wir mal so. Es ist natürlich, kommt drauf an, es gibt ja zwei Edda. Es gibt einmal die Gesangs-Edda und dann halt die Geschichts-Edda quasi. Kann man mal lesen. Kann man mal machen. Irgendwie, weil man grundsätzlich Interesse dafür hat irgendwie und schon interessant. So, okay, also wir müssen wahrscheinlich sowieso als allererstes erstmal zu dem Tor und das aktivieren, damit wir quasi wissen, welches Symbol wir überhaupt suchen sollen. Das ist wenig überraschend. Das sind die drei Raben. Gott, ey, echt? Das ist natürlich halt Royal Ravens Macht, ne, irgendwie. Seine Leute oder seine Feinde mit
Illusionen in den Wahnsinn zu treiben. Und dabei uns aber keine Chance haben, weil wir sind schon fertig. Oh Gott, Alter, wie viel Tore gibt es denn jetzt hier? Na, wir schauen einfach. So, okay, haben wir jetzt hier irgendeine Veränderung gehabt? Ja. Ach, gib mal, jetzt ist er zu? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. Warum ist tatsächlich Luffy gar nicht so weit viel weiter weg, da so viel lesen muss oben? Ja, naja, sobald du halt früher irgendwie eine, ja, ich sag mal, nur leichte geistige Krankheit hattest, also eine leichte geistige Krankheit, ich muss ja nicht, ob du zum Beispiel umdippt irgendwie, aber warst ja verflucht, du galtst ja als verflucht. Ne? So, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil jetzt ist das Portal offen, jetzt ist es zu irgendwie und ich bin der Meinung, als ich durchgegangen bin, war es zu. Soll ich es erstmal offen lassen? Der Impuls sagt mir jetzt erstmal, lass mal offen. Die Suppe. So, wir können ja nochmal gucken. Ob wir irgendwo den Gesang hören. Da drüben. Okay, na dann würde ich mal sagen, hüpf mal hier runter. Oh nein, du kannst hier nicht runterspringen. Doch, hier kannst du runter. Okay, irgendwie müssen wir da hochkommen. Hier vorne können wir jetzt auch reinlaufen und das, wie nennen wir das denn? Nennen wir Portal oder wie machen wir das Tor? Nennen wir es mal das Tor. So. Hier sehen wir tatsächlich, glaube ich, gar nichts, sondern wir müssen einfach durchlaufen, ne? Die Frage ist, ist hier auch die Richtung entscheidend, um etwas zu verändern in dieser Welt? Oh, hier ist noch ein Runenbrett. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree and he stabbed himself with a spear and he dedicated a sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink. And at last, he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Ja. Junge, kann ich dir gerne mal geben? Irgendwie hab ich da die Edder. Tatsächlich hat Neil Gaiman auch nochmal eine schöne Variante der nordischen Mythologie mal niedergeschrieben. Cooles Buch, tatsächlich. So, aber so eine wirkliche Veränderung habe ich jetzt gerade jetzt hier nicht mitbekommen, irgendwie, nachdem ich da durch das Tor geschaut habe. Oder durchgegangen bin. So, hier können wir jetzt nochmal hin. Und hier ist keine Brücke da. Mm. What should we do? Ach. Meine Güte. Okay. Tatsächlich sieht er hier schon fast den ganzen Wald vor Bäumen nicht. So, jetzt könnte ich hier die Brücke runterlassen und so würde ich wieder rüberkommen. American Gods oder genau, exakt. Auch der Sandman jetzt gemacht hat. Und lass mich mal kurz überlegen, was hat der noch gemacht? American Gods, ich glaube, dafür ist er momentan am bekanntesten. So, okay, das ist jetzt offen. Dann gehen wir mal hier durch. Okay, hier können wir hoch, da können wir durch.
Da würde ich tatsächlich erstmal... Ah, okay, alles klar, was ein Runwert, dann gehen wir erstmal dahin. Und so fühlt sich tatsächlich auch Skyrim für mich an. Ja? Oder wahrscheinlich auch für jeden, der Skyrim spielt. Benny, irgendwann musst du das tatsächlich, du musst das irgendwann mal spielen. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. He drank from the well. And traded one way of seeing for another. Ja, man sagt auch, dass Odin quasi sein Auge gegeben hat, um die Kunst des Runenlesens zu erlernen. Somit wird er auch der einäugige Gott genannt. So. Der Punkt bringt uns jetzt aber nichts hier gerade.